Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Geheimakte Tunguska. In der letzten Folge sind wir durch die Kanalisation gewandert und wir haben einer Soldatin ihre Raucherpause nicht gegönnt. Und haben, wie ihr seht, mehrere Spinde durchsucht und eine Uniform gefunden und schleichen jetzt im Bahnhof umher und müssen diesen Zug hier hinten erreichen, weil da unser Vater festgehalten wird. Und lass uns mal schauen, was wir hier alles haben. Wir haben hier den Kran. Wir haben hier die beiden Gorillas. Achso, Mann in Schwarz. Jetzt habe ich was anderes gelesen. Wow, Andi, wow. Und wir haben hier hinten noch einen Durchgang. Können wir da hingehen? Oh, tatsächlich. Okay. Das ist ein Soldat. Haben wir hier irgendwas? Wir haben den Panzer hier hinten. Die nehmen Panzer mit auf eine Forschungsreise? Auf was habe ich mich da bloß eingelassen? Ja, auf jeden Fall. Ich habe keine Ahnung, keine Ahnung. Er bewacht den Zug. Okay. Hallo. Na, Genossin, geht's auch mit nach Tunguska? Ja. Tja, was nimmt man nicht alles für ein paar Rubel am Ende des Monats in Kauf? Den Passierschein brauche ich noch. Mist, den habe ich wohl in der Umkleidekabine vergessen. Aber deswegen muss ich doch jetzt nicht nochmal extra zurück, oder? Doch, tut mir leid, Kameradin. Da kann ich leider nichts machen. Wenn's nach mir ginge, würde ich dich natürlich auch ohne alles reinlassen. Geht aber leider nicht nach mir. Die Jungs vom FSB reißen mir den Kopf ab, wenn das rauskommt. Na komm schon. Muss ja keiner rausfinden. Nee, das riskiere ich nicht. Hab Solotow schreien hören, armer Kerl. Solotow? Was ist mit dem? Wo ist der? Im Spielzimmer. Ich glaube, wir haben den ganz schön durch die Mangel gedreht. Oh, also beeil dich und hol den Schein. Ein paar Minuten hast du ja noch. Und wenn du schon dabei bist, schau doch mal, ob du den Zugführer findest. Der ist uns irgendwie abhanden gekommen. Hab ihn schon ein paar Mal ausrufen lassen, aber er kommt einfach nicht. Ich würde ihn ja auch selber suchen, aber ich darf hier leider nicht weg. Und beeil dich. Wir sind eh schon spät dran. Alles klar. Der Zugführer ist noch nicht da? Nein. Vielleicht solltest du ihn noch mal ausrufen lassen. Klar, auch wenn ich mir nicht viel davon verspreche. 17 ruft 48, bitte kommen. 4 48, was geht's? Ruf doch mal unseren Freund den Zugführer aus. Der ist immer noch nicht da. Schon wieder? Ja, ich kann auch nichts dafür. Okay. Der Zugführer möge seinen fetten Hintern endlich mal zu seinem Arbeitsplatz bewegen. Und zwar schnell! Hoffen wir mal, dass es was bringt. Wow, Leute, wow. Weißt du, was die Agenten hier machen? Arbeiten, nehme ich mal an. Ach nein, was du nicht sagst. Wir machen hier doch alle nur unsere Arbeit. Und die meisten von denen sind auch ganz nett. Sind doch auch nur Menschen, wie du und ich. Wenn du meinst. Ich glaube, die Frage nach den FSB-Leuten kann ich mir in Zukunft sparen. Traut sich ja doch keiner, was halbwegs Interessantes zu sagen. Sind schon alle an Bord? Ja, fast. Ein paar Jungs vom FSB fehlen noch. Aber ansonsten müssten alle da sein. Die Wissenschaftler auch schon alle? Klar. Die wurden ja ganz zu Anfang schon in den Zug gebracht. Warst du da noch nicht hier? Nein, anscheinend nicht. Gab's Probleme? Nö, eigentlich nicht. Aber einige waren auch so gut verpackt, dass ihre Möglichkeiten zur Gegenwehr nicht sonderlich groß gewesen sein dürften. Oh, ja, ist ja auch gut so. Hat man die denn alle zusammen in ein Abteil gesteckt? Ich glaube nicht, weiß es aber nicht so genau. Kann dir ja auch egal sein. Ist ja nur für deinen Abschnitt zuständig und nicht für die ganze Bande. Ja, da bin ich auch echt froh drüber. Wenn die meinem Vater auch nur ein Haar krümmen. Hoffentlich komme ich auch ins richtige Abteil. Und wenn nicht, wie finde ich heraus, wo mein Vater ist? Und wie komme ich da hin? Naja, darüber kann ich mir Gedanken machen, sobald ich an Bord bin. Nina, ruhig Blut, wir schaffen das. Sag mal, weißt du eigentlich, warum der Zug so schwer bewacht wird? Das weißt du doch. Haben sie uns doch lang und breit erklärt. Auch wenn ich nicht alles so wirklich glauben kann. Zum Beispiel? Zum Beispiel, dass die gefangenen Wissenschaftler alle für den Feind spioniert haben. Aber was soll's, geht mich nichts an. Was ist denn deine Vermutung? Keine Ahnung. Finde es nur seltsam, dass die jetzt in so eine Forschungsstation gebracht werden sollen. Aber vielleicht sollen sie dort ja auch gar nicht forschen. Sondern? Wer weiß, was man da mit ihnen macht. Aber lass uns das Thema wechseln. Ich will da lieber gar nicht dran denken. Nein, ich auch lieber nicht. Okay. Ich werde mich dann mal auf die Suche machen. Viel Glück. Okay, also er hat uns ein paar Infos auf jeden Fall gegeben. Lass uns mal zurückgehen. Können wir vielleicht mit den beiden Boys hier was besprechen? Oder ist das unser Tod? I don't hope so. I do not hope so. Ist das richtig? Hallo?
Wenn du nicht verschwindest, könnte es dir so ergehen wie dem Typen da drin. Und glaub mir, das willst du nicht. Also mach dich vom Acker. Okay. So, mal eine Tür. Okay, ist hier noch irgendwas anderes? Die beiden Leute. Hier, oh, okay, krass. Der Raum wird von mehreren Kameras überwacht. Dazu das strikte Rauchverbot. Was die hier wohl aufbewahren? Interesting, good question. Ja, hier haben wir das nochmal. Ich glaube, sonst ist ja nichts weiter. Okay. Okay, wir kommen auf jeden Fall erstmal nicht weiter, weil wir brauchen ja auf jeden Fall irgendeinen Passierschein für den Zug. Und da der hier nicht drin ist, der muss in diesem Spind sein, gegebenenfalls. Ich glaube, hier haben wir schon alles. Ja, hier haben wir alles. Kann uns vielleicht der Zugführer weiterhelfen? Oder nochmal der Soldat? Mal gucken. Brauchen Sie noch lange? Nein, ich bin gleich soweit, dann kann's losgehen. Okay, nee, hier ist nichts mehr. Okay, hier ist nichts mehr. Dann gehen wir nochmal zurück. Vielleicht weiß Yushin, heißt er, glaube ich, am Tor was. Mal kurz fragen. Come on, boy. Huhu, ich bin's wieder. Hi. Okay, ah ja, tatsächlich. Kann ich Sie noch was fragen? Klar, jederzeit. Mir ist sowieso langweilig. Die beiden Männer, mit denen Sie hergekommen sind... Psst. Über die redet man besser nur hinter vorgehaltener Hand. Oder noch besser, gar nicht. Oh, okay. Die sind vom Geheimdienst, oder? Können Sie schweigen? Ja, klar. Gut. Ich auch. Okay, hab's kapiert. Aber Sie können mir doch zumindest sagen, wie die beiden heißen, oder? Wenn Sie mich dann mit dem Thema in Ruhe lassen? Ja. Versprochen. Gut. Fetisov und Radenko. Und wer ist wer? Ich habe mein Versprechen gehalten und lassen Sie mich damit in Ruhe. Wenn Ihnen Ihre Gesundheit egal sein sollte, meine ist mir wichtig. Krass, was er uns alles erzählt. Obwohl wir einfach also nur eine Zivilistin sind. Vielen Dank für die Informationen. Gern geschehen. Bis bald. Bye. Okay. Hilft uns in irgendeiner Form weiter? I mean, müssen wir mit denen jetzt reden oder so? Okay, Moment. Können wir jetzt mit denen reden vielleicht und die mit Namen anreden oder so? Hallo? Wenn du nicht verschwindest, könnte es dir so... Ja, okay. Okay, lass mal zurückgehen. Oh, tatsächlich. Dann wollen wir mal. What? Hier ist Nummer... Oh no! Wer bin ich? Oh Gott. Leute, ich habe das eigentlich nur ausprobieren wollen. Wir müssen eine Durchsage machen. Oh Gott. Und es gibt ja verschiedene Nummern auf den Geräten, auf den, wie heißen die nochmal? Den Funkgeräten. Und wir müssen wahrscheinlich jetzt die richtigen Personen rauslocken. Oh, verdammt. Ich weiß es leider nicht mehr. Ich weiß, dass auf dem Gerät die 15 ist. 15. Ich rufe Nummer... Okay, welche Nummer wollen wir? Ich habe keine Ahnung. 2? 2. Bitte kommen. Antwortet keiner. Okay, Moment. Okay, jetzt habe ich eine Idee. Der hier draußen, hat der uns nicht weitergeholfen? War da nicht was? Hi. Hallo. Denk dran, ich brauche noch deinen Passierschein. Ja. Wo ist jetzt mein Stift? Da ist mein Stift. Okay, Moment. Der Zugführer ist noch nicht da? Jetzt kommt das wahrscheinlich. Vielleicht solltest du ihn nochmal ausrufen lassen. Jetzt. Klar, auch wenn ich mir nicht viel davon verspreche. 17 ruft 48, bitte kommen. 448, was gibt's? Ruf doch mal unseren Freund den Zugführer aus. Der ist immer noch nicht da. Schon wieder? Ja, ich kann auch nichts dafür. Der Zugführer möge seinen fetten Hintern endlich mal Okay. Also, ich hab's verstanden. Hoffen wir mal, dass es was bringt. Tausender IQ-Move. Okay. Ich werde mich dann mal auf die Suche machen. Viel Glück. Bye. Okay, ich glaube, ich weiß, was wir machen müssen. Wir müssen die beiden, glaube ich, ausrufen lassen. Die müssen irgendwo hinkommen. Okay. Also, die 17 ist der Typ, der vor dem Zug steht. Wir sind die 15. Und die 48 war die Frau, die ausgerufen hat. Dann wollen wir mal. Okay. Hier ist Nummer... 15? 15.
Ich rufe Nummer... 48, da. 48. Bitte kommen. Hier Zentrale, was gibt's? Okay. Und die beiden Zentrale, ausrufen. Zentrale, rufen Sie bitte sofort die beiden Agenten Fetisov und Radenko aus. Sie sollen sich unverzüglich im Frachtabteil am Ende des Zuges beim wachhabenden Soldaten melden. In Ordnung. Alles klar. Vielleicht sollte ich mir nächstes Mal vorher überlegen, was genau ich eigentlich sagen will. Naja. Oh, ist ja hoffentlich nochmal gut gegangen. Es war totaler Zufall, dass ich das jetzt angeklickt habe, weil, einfach so. Das war einfach Zufall. Krass. Tausender IQ. Oh mein Gott, wir kommen ja durch. Solotow. Oh mein Gott. Der arme Kerl ist übel zugerichtet. Alter. Rauchen erlaubt? Okay. Tja, für Leute vom Geheimdienst gelten wohl in jedem Land andere Regeln als für den Rest der Bevölkerung. Alter, wie das gemacht ist. Schaut euch das an. Oh mein Gott, das ist übel. Das ist richtig übel. Crazy. Weißt du, hier liegt ein halb toter Mensch und ich schaue mir erstmal die Zigaretten an. Alles klar. Okay, schauen wir mal. Ob das Blut von Solotow stammt? Oh Gott. Er scheint keine offenen Wunden zu haben, aber das Blut ist noch frisch. Sehr übel. Ob das Blut von... Okay, das ist das Gleiche. Hier ist eine Spritze. Völlig zersplitterte Spritzen. Keine Ahnung, was da drin war, aber ich sollte die besser nicht anfassen. Alles klar, haben wir hier hinten noch irgendwas? Hier ist eine Trage. Aber hier ist eine Kamera, müsste die uns nicht aufnehmen? Sehr übel. Okay, lass mal gucken. Hier ist auch noch was. Ob das Blut von Sol... Also jetzt ist immer das Gleiche, alles klar. Dann lass uns ihn mal durchsuchen. Oh, hier ist auch noch was. Er atmet noch, aber die scheinen ihm einige Knochen gebrochen zu haben. Oh, Moment, außerdem Moment. Hat er schwere Verbrennungen. Sieht so aus, als sei er mit Stromschocks gefoltert worden. Ich nehme mal seine Hundemarke an mich. Vielleicht kann Sergej ja etwas für seinen aufgeflogenen Informanten tun. Moment mal. Wartet mal. Eine Autobatterie. Ach so. Die angeschlossenen Kabel lassen befürchten, dass Solotow damit Stromschläge versetzt wurden. Okay, ich dachte, dass uns die Kamera jetzt entdeckt, weil wir zum Beispiel den Strom nicht ausgemacht haben. Ich habe gedacht, das ist die Batterie für den Strom, aber damit haben sie ihn gefoltert. Oh mein Gott, crazy. Alter Verwalter. Okay, ich glaube, dann haben wir alles. Ja, hier haben wir alles. Die Trage noch. Hoffentlich bringen sie den armen Kerl damit noch ins Krankenhaus. Oh Gott. Okay, aber wir haben eine Marke gefunden. Das ist Solotows Marke. Oh! Dienstgrad Gefreiter. Dienstnummer 31545. 31, okay, was war das? Das ist Solotows Marke. 31, Dienstgrad 5, Gefreiter. 4, Dienstnummer 3. Alles klar. Ich glaube, damit kommen wir jetzt an den Spind. Kann das sein? Oh mein Gott, das wäre jetzt großartig. Wäre das großartig? Ein fünfstelliges Zahlenschloss. Ja. Okay. 3, 1, 5, 4, 5. Ob das Schloss nun aufgeht? Oh. Wer sagt's denn? Geht doch. Geil. Mal reinschauen. Da liegt was drin. Alles ein Passierschein. Klar. Das müsste der sein, den ich von Solotow bekommen sollte. Wie steht geil. Steht sogar mein neuer Name drin. Nina Parkova. Okay, das ist cool. Ich glaube, dann haben wir jetzt alles. Wir haben den Passierschein, das heißt, wir kommen auf den Zug. Und ich glaube, jetzt kann es losgehen, oder? Oh mein Gott, wie großartig. Okay, schauen wir mal. Dann geben wir dem jetzt dem Soldaten. Oh mein Gott, ich bin aufgeregt. Dann mal rein in die gute Stube und herzlich willkommen an Bord der MS Langeweile auf dem Weg zum Ende der Welt. Verdammt, der Zug fährt los. Was mache ich jetzt? Bislang habe ich noch keinen Hinweis gefunden, ob mein Vater nun an Bord ist oder nicht. Andererseits, wenn ich jetzt nicht weitersuche, werde ich es nie herausfinden. Und eine wirkliche Alternative habe ich ja sowieso nicht. Hoffentlich geht das gut. Okay, oh mein Gott, wir fahren tatsächlich los. Haben Sie ihn gefunden? Leider noch nicht, aber wir verfolgen eine konkrete Spur. Das ist nicht zufriedenstellend. Uns läuft die Zeit davon. Das Projekt muss wie geplant starten. Es sind ein paar Probleme aufgetaucht und die kleine Kalenko... Langweilen Sie mich nicht mit Einzelheiten. Sie wollen mir doch nicht erzählen, dass Sie nicht mit ein paar Amateuren fertig werden, oder? Nein, ich... Gut, dann wissen Sie ja, was zu tun ist.
sich selbst in den Schlaf gelabert. Eine leider viel zu seltene Begabung. Wurde aber auch Zeit. Das sinnlose Gefasel hätte ich mit Sicherheit nicht mehr lange ausgehalten. Leute, die einem von ihren Verdauungsproblemen erzählen, sind schon nicht die angenehmsten Gesprächspartner. Aber wenn sie dann auch noch detailliert beschreiben, welche Wirkung das kürzlich eingenommene Rizinusöl gehabt hat. Jetzt kann ich mich hier erstmal in Ruhe umsehen. Oh mein Gott, krass, wie übel. Okay. Schauen wir hier. Getrocknetes irgendwas. Könnten früher mal Früchte gewesen sein. Das nehmen wir mit. Das brauchen wir bestimmt für irgendwas. Den Saft. Eine angebrochene Flasche Orangensaft. Nehmen wir auch mit. Sehr, sehr gut. Was mit den Waffen? Gut, Gewehre. Zwei Maschinengewehre. Die sind durch Schnappschlösser gesichert. Wäre wohl auch keine gute Idee, mich mit einer ganzen Armee anzulegen. Alles klar, nehmen wir nicht mit. Okay. Lichtschalter. Okay. Oh, wie können wir es mit der Lampe machen? Oh, wir können die rausziehen oder rausdrehen. Alles klaro. Oh, krass. Voll spannend gerade. Scheint eine strategische Karte der Tunguska-Region zu sein. Die Pfeile sehen aus wie Truppenbewegungen. Kann mich aber auch irren. Alles klar, alles klar, alles klar. Was haben wir hier jetzt noch? Wir haben hier eine Tür, wir haben hier hinten eine Tür. Können wir hier hinten noch irgendwas machen? Hier vielleicht? Können wir hier weitergehen oder so? Nee, ich glaube, hier können wir nicht weitergehen. Das ist das Ende vom Zug. Dann lass uns mal in diese Tür hier reingehen. Das ist das Badezimmer, oder? Ja, oder Küche. Okay. Akazienhonig. Süß und mit einem milden Aroma. Ich weiß das. In meinem früheren Leben war ich eine Honigbiene. Summ, summ. Okay, das nehmen wir mit. Okay, perfekto. Backen wir irgendwas oder so? Bislang war ich immer der Meinung, man könnte Eiern nicht ansehen, ob sie bereits schlecht sind oder nicht. Hm. Ich habe meine Meinung soeben geändert. Wow, okay, okay. Ah, okay. Ein großer Topf. Kann es sein, dass... Er ist groß und ich brauche ihn nicht. Also lasse ich ihn hier. Vielleicht müssen wir irgendwas zubereiten. Kann das sein? Ein Wasserhahn. Ich will mir jetzt nicht die Hände waschen. Alles klar, Girl. Okay, dann haben wir das auch. Hier oben haben wir nichts mehr, ne? Hier haben wir auch nichts. Oh Gott, so Terrinen kenne ich auch noch. Aus meiner Ausbildung. Okay. Ah, hier ist noch was. Dienstplan. Ein Dienstplan von vor 3 Monaten. Okay, es ist nichts weiter. Haben wir jetzt hier noch was? Ah, Moment. Dienstplan? Speiseplan. Ein Speiseplan. Heute soll es Kartoffelsuppe geben. Lecker. Begeisterung. Okay, ich glaube aber der Rest, genau, den haben wir. Okay, dann lass uns mal zurückgehen. Und müssen wir jetzt hier raus? Oh, da haben wir ja schon die ersten Wissenschaftler. Oh, krass. Vielleicht kann ich hier ein paar Informationen bekommen. Alles ich sollte klar. Nur nicht zu direkt nach meinem Vater fragen, damit niemand Verdacht schöpft. Oh Gott, wie aufregend. Hier gibt es so viel zu entdecken. Okay, wir haben hier eine Tafel, wir haben einen Verbrennungsofen. Hier haben wir, eine Steckdose, alles klar. Wir haben hier eine weitere Tür. Wir haben hier einen Wissenschaftler. Ich gucke gerade hier nur alles durch. Oh. Weißbrot. Ganz frisch und so weich, dass es schon beim Ansehen fast auseinanderfällt. Oh, geil. Eine Scheibe werde ich mir wohl mal nehmen können. Alles klar. Wir müssen irgendwas zubereiten. Das sieht auf jeden Fall danach aus. Eine der Proben, die hier analysiert werden. Mhm. Solange Wissenschaftler im Raum sind, sollte ich nichts Wichtiges anfassen. Okay, ich gehe davon aus, dass wir irgendwas hier nehmen müssen oder so. Okay, vielleicht sprechen wir als erstes mit dem Wissenschaftler. Wissenschaftlicher Assistent. Okay. Das war bei uns auf der Uni immer ein Schimpfwort. Aber eigentlich sieht er ganz nett aus. Hallo, darf ich mal kurz stören? Psst, nicht so laut. Dr. Lesniak ist bei der Arbeit und hochkonzentriert. Da sollte man ihn lieber nicht stören. Außerdem ist er eh ziemlich mies drauf. Was ist denn passiert, dass der Doktor so schlechte Laune hat? Er steht ziemlich unter Stress. Wir arbeiten mit Hochdruck an einer Versuchsreihe und Professor Sidorkin erwartet schnellstmöglich Ergebnisse. Verstehe. Und dieser Professor Sidorkin wird böse, wenn diese nicht schnell genug vorliegen? Naja, es geht. Aber Dr. Lesniak ist unglaublich ehrgeizig und versucht natürlich so schnell wie möglich fertig zu werden.
Und wenn der Doktor im Stress ist und kein Marmeladenbrot bekommt, wird er echt ungemütlich. Marmeladenbrot? Ja, hört sich seltsam an, ich weiß. Aber er braucht das wohl, um Stress abzubauen. Andere hauen wie blöd auf einen Sandsack ein. Er futtert Marmeladenbrote. Tja, wir haben alle unsere Mittel und Wege, mit schwierigen Situationen fertig zu werden. Und wenn er Marmeladenbrot kriegt, wird er umgänglicher? Ja, das hilft. Leider ist ihm sein Glas auf dem Bahnsteig runtergefallen. Und hier im Zug gibt's keine Marmelade. Ich habe schon alles durchsucht. Alles klar, Leute, alles klar. Ich gehe dann mal wieder. Wenn ich Marmelade finden sollte, sage ich Bescheid. Okay. Das wäre nett. In dem Zustand mit ihm zusammenzuarbeiten, ist wirklich kein Vergnügen. Alles klar. Wir haben Saft. Okay, ich glaube, das können wir selbst machen. Wir haben Trockenfrüchte, wir haben Orangensaft und wir haben Honig. Und ich glaube, daraus können wir Marmelade machen. Ich gehe davon aus, dass wir ihn auch nicht ansprechen können. Der Wissenschaftler sieht extrem mies gelaunt aus. Schauen wir mal, ob er da was macht. Hallo, wollte nur mal nachsehen, ob hier alles in Ordnung ist. Was? Ja, ja, alles okay. Und nun lassen Sie mich in Ruhe arbeiten. Ja, ganz wie Sie meinen. Das geht aber noch. Ich fand jetzt nicht, dass er so unbedingt sauer war, aber okay. Geht's hier weiter? Hier geht's tatsächlich weiter. Oh mein Gott, das ist alles so groß. Gegensprechanlage. Geht's hier noch weiter? Die Tür weiter? Ist mit einem großen Vorhängeschloss gesichert. Alles klar. Ist hier noch irgendwas? Verschlossen. Alles klar, hier müssen wir wahrscheinlich irgendwas machen, oder? Ja? Entschuldigen Sie die Störung. Kann ich Sie kurz sprechen? Solange Dr. Lesniak nicht der Durchbruch mit seinen Experimenten gelungen ist, nein. Aber... Von mir aus kann auch der Zug in die Luft fliegen. Ich will nicht gestört werden. Es ist aber wirklich... Nein! Alles klar, Boy. Okay, ich gehe davon aus, dass wir Marmelade machen müssen. Dadurch kann der Professor sein Experiment zu Ende führen. Dadurch öffnet der andere Typ in diesem Abteil dann auch die Tür und wir kommen weiter. Alles klar, okay, Leute. Ich würde aber sagen, wir sind beim nächsten Mal am Köcheln und Marmelade zubereiten. Vielen lieben Dank, dass ihr euch das Video angesehen habt. Danke für euren Like, euren View, eure Kommentare, wie immer. Danke auch für ein Abo, das ihr da lasst. Ich wünsche euch einen ganz, 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 ganz tollen Tag. Wir sehen uns in der nächsten Folge wieder von Geheimakte Tunguska. Habt einen ganz, ganz tollen Tag. Bis dann. Bye!